sind eigentlich zwei Dinge. Einmal das Milieu meines Elternhauses mit den, ich hatte 6 Geschwister, wir waren 7 Anschlusskinder. Die Älteste war damals zu meiner Kindheit schon 22, hatte bereits in Paris und London studiert. Alle waren studierte Kinder. Und ich war da voll aufgenommen. Meine Mutter schwebte über allem mit sehr eigener, selbstständiger Lebensführung. Mein Vater lebte in der Klinik. Das heißt, er ging immer raus weg und kam abends spät wieder, war müde. Und auf diese Weise war eine, wollen wir sagen, wirklich ganz entspannt, für mich eine kindlich entspannte Atmosphäre. Und das sind die Fotos, das sind damals meine Eltern und irgendwelche Verwandten. Unser Dach wurde gedeckt in Kiel. Und gleichzeitig war aber ein Streik, entweder der Dachdecker oder was weiß ich, jedenfalls dieses Geländer, diese Leiter standen wochenlang an unserem Haus und bis aufs Dach. Sie haben das Modell ja gesehen, das ging bis oben hin in den 3. oder 4. Stock. Und es kam, ich weiß nicht, ich muss wohl so 7, 8, 9 Jahre alt gewesen sein. Meine Mutter saß jedenfalls im 3. Stock mit meinem Bruder und machte mit ihm Französisch, das weiß ich auch noch. Und dann bin ich die Leiter rauf und habe von außen an die Scheibe geklopft. Und jetzt das, was ich sehr genau sah, daraufhin verließ meine Mutter schnell das Zimmer von meinem Bruder, ging runter in den Garten und sagte besonders süß lächelnd, ach mein kleiner Liebling, komm doch, da war ich aber erst wieder im 1. Stock. Und als ich unten ankam, habe ich das erste und letzte Mal eine Prügelstrafe erlitten. Ich meine sogar, sie hätte mich mit Füßen getreten. Weiß ich, jedenfalls, das ist also eine ganz frühe Erinnerung an diese Welt. Opa Tüt, ich heiße, ich habe einen Spitznamen, der heißt Tytus. Und ich heiße Opa Tüt. Ja. Also ich war immer eher zierlich, schnell. Mein Bruder war fett geradezu, also jetzt im englischen Sinne, fett, also richtig, und er hat sich dann ausgewachsen mit 20, heute würde er bestimmt nicht so alt geworden, weil man ihn heute mit der modernen Hormontherapie wahrscheinlich dauergeschädigt hätte, aber das gab es damals Gott sei Dank noch nicht. Nein, der lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls dieses Verhältnis war ganz besonders und hat mich doch ein bisschen auch bedrückt gegenüber den anderen. Das liegt aber auch daran, es waren also diese älteste Schwester, die älteste Schwester studierte also Englisch, Französisch, war lange im Ausland gewesen. Ich komme jetzt wieder in die NS-Zeit, die hatte das Ganze natürlich von außen miterlebt, an ganz was anders. Der eine Bruder, den habe ich kaum kennengelernt, der war auch 10 Jahre älter als ich. Dann kam ein Bruder, der wurde Offizier, war Soldat, ist dann auch schrecklich verwundet worden mit einer Gasbrandinfektion, die ohne Antibiotika geheilt worden ist. Wie ein Wunder, also stirbt man da nicht dran. Aber ich werde jetzt wortreich, denn es sind so viele Dinge, die ich da erzählen müsste. Bildungsbürgertum. Wir sind richtige Bildungsbürger. Also meine Mutter schrieb das, was du heute hörst als Vaterlandsliebe, ist billiger Patriotismus. Unsere Richtung ist anders. Denk an Walter von der Vogelweide,
an Lessing, an Goethe, an und so weiter. Das heißt also richtig, und was ihr da heute hört, dieser Käse, sie hat vom ersten Tag an, hat sie Hitler gehasst mit S, mit 3 S gehasst. Und ich habe, das ist auch mir so unbegreiflich, ich habe sie nie danach gefragt, wie sie eigentlich dazu gekommen ist. Denn wir wollen uns doch klar sein, ich will jetzt nicht schon wieder politisch werden, unsere Gruppe war nicht betroffen. Wir waren weder Juden, noch waren wir Kommunisten. Wir waren biedere Bürger. Alle hatten studiert. Meine Mutter sprach 4 Sprachen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine ganz andere Welt. Und diese Welt ist natürlich dann durch die äußeren Umstände zusammengebrochen, nicht? Mit toten Bruder und diesem meinem Bruder, dieser Offizier. Das ist ja auch nicht zu verstehen. Der geht noch, ist aus Breslau und geht noch mal in seine Wohnung und guckt nur, was da noch ist. In der Wohnung ist der Briefkasten, er macht den Briefkasten auf. Er ist lange ausgemustert, denn er hatte diese schwere Verwundung. Da steht trotzdem ein Gestellungsbefehl. Er hört die russische Front und er stellt sich hin und wird im selben Augenblick bereits gefangen genommen und landet 3 Jahre in Russland und räumt Stalingrad auf. Also diese Bindung meines Bruders. Der andere Bruder, er war sicher sehr stark nationalistisch, dieser Bruder. Der andere, von dem ich jetzt berichte, der war absolut, hatte mit NS nichts zu tun und ist aber aus Kameradschaft auf einen Zerstörer, war Stabsarzt. Er ist Stabsarzt auf einen Zerstörer gegangen, der die Flüchtlinge von Ostpreußen nach Rügen begleitete. Und er hätte genauso gut in ein Lazarettschiff nach Kerzkirchenes oben, wo kein Schuss fiel. Nein, er ist auf den Zerstörer im vollen Bewusstsein des Risikos und ist dann auch ums Leben gekommen. Diese Familie lebte also zusammen und ich berichte jetzt über ein Abendbrotessen, ein Abendbrot, wo die Familie im Kreis sitzt, und zwar 7 Kinder und 2 Eltern. Und nur um zu sagen, das war also eine große Familienliebe, aber die älteste Schwester war in den Jahren, also nicht bestimmt kein Mitglied, aber ganz stark sozialistisch eingestellt. Die zweite Schwester war unpolitisch. Meine Mutter war konservativ, im Grunde genommen kaisertreu. Mein Vater, der wählte liberal. Und mein Bruder Andreas kam dazu, das haben Sie gelesen, der hatte eine HJ-Uniform an. Also ich wollte Ihnen nur sagen, da war natürlich wüst was los, nicht? Und die sind alle sehr lebhaft, sehr wortgewaltig, alle meine Geschwister, auch wie jetzt meine Kinder. Also wenn die hier zusammensitzen, reden alle immer gleichzeitig. Ich verstehe sowieso nichts mehr. Also ich wollte nur sagen, da waren natürlich Riesenunterschiede. Also in den einzelnen Geschwistern. Ich bin auch kein Revolutionär. Also ich bin es auch von der Natur nicht. Diese ideologischen Klimmzüge, die da immer gemacht werden jetzt, natürlich sind in der Nähe und Verwandtschaft auch Linksradikale, Gott sei Dank keine Rechtsradikalen, aber jedenfalls Linksradikale, kluge Leute heute. Aber ich habe eigentlich keinen Gegensatz gehabt. Also, es war nie ein Bedürfnis bei Ihnen, sich gegenüber dem Elternhaus abzugrenzen und was anderes zu versuchen, sondern Sie haben es in sich aufgesogen und... Ja, ich habe ein großes Harmoniebedürfnis. Ein großes Harmoniebedürfnis. Ich,
Ich habe auch neulich an der Hand eines Entschlusses auch gesehen, ich habe mich in meinem ganzen Leben eigentlich nie mit Gewalt durchgesetzt. Ich habe immer meine Sache relativ gut gemacht, denn ich wurde dann gewählt. Ich weiß nicht, ob Sie auch meine Berufsentwicklung haben mitgekriegt haben. Habe ich. Also ich meine, also das ist mir, wenn Sie wollen, bin ich zu allem aufgefordert worden. Ich habe mich nie gedrängt, Präsident der Deutschen Gesellschaft zu werden. Kam gar nicht in Frage. Ich wurde gewählt. Und so geht es, ist es mir in meinem Leben auch mit meinen Eltern gegangen. Deshalb ist auch diese Auseinandersetzung meiner Mutter, wie sie sich gegen Marianne, meine damalige Verlobte, stellte, da sind die ersten, es sind harte Worte gefallen. Wie war das nochmal genau mit der Klasse? Sie hatten ja einen Unfug betrieben, Sie hatten ja ein Gerät zerstört. Können Sie das nochmal näher erläutern und wie Sie denn dadurch dem Krieg fast entkommen sind? Ne? Ja, das ist, habe ich ja genau beschrieben. Also, das kann ich Ihnen genau sagen. Es war März und das Schnee lag auf dem Haufen, war da und wie ich in den Physiksaal ging nach oben, hatte ich einen Eisklumpen in der Hand und dann ging das Licht aus und es wurde mit einem schönen Apparat wurde Strömungen gemessen, das heißt zwischen zwei Scheiben lief Wasser mit Sägespänen und man konnte, wenn man zwischen die Scheiben jetzt bestimmte Körper reinklebte und den Wasserstrom vermehrte oder verringerte, konnte man sehen, wie und wann Wirbel entstehen, konnte das berechnen bei der und so weiter. Ja, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls, das waren auch bestimmt 20 Meter entfernt. Ich saß ganz oben. Ich habe mitten rein, das Ding fiel runter. Und ich kriegte ein Consilium ab undi. Ich musste nachmittags in die Schule, da saßen die ganzen Lehrer. Ich war ein beliebter Schüler, ich machte im Unterricht mit. Ich war auch immer so 3+, war niemals gut, also. Ich habe die Schule so nebenbei, ich habe, glaube ich, mehr Geige geübt, als für die Schule was getan. Und auch der schöne Satz meiner Mutter, der da vorkommt, ich sage, Mu, also meine Mutter, sag mal, wir schreiben da morgen eine Mathearbeit, ich kann das nicht. Ich habe es mir eine Entschuldigung, es kommt nicht in Frage, meine Mutter. Ich kann es wirklich nicht. Na gut, erstens mache ich das nicht. Ein Tag, das ist mir peinlich. Für einen Tag während der Arbeit. Und dann will ich dir sagen, 3 Tage habe ich, bleibst du weg und übst jeden Vormittag und Nachmittag nach der Uhr 2 Stunden Geige. Wenn du Abitur machst du sowieso und wenn du Geige spielen kannst, hast du was fürs Leben. Ich bin kein Esser. Ich habe, ich konnte früher unbegrenzt essen, aber ich habe irgendwie auch jetzt kein Verhältnis zum Essen. Ich habe mir genügen diese Suppen von Lacroix hier, wie die hier sind, vollkommen mit jetzt ein Brötchen. Butter und jetzt machen wir da Wurst drauf. Wollen Sie Wurst oder wollen Sie? Wurst ist okay. Aber das können Sie selber machen. Wir haben immer abends, die Familie traf sich bei uns hier immer zum Abendessen. Essen Sie ein ganzes Brötchen? Gerne, ja. Und dann passierte es eben, dass wir versetzt wurden. Das war Obersekunda. Ich war auch kein Kind mehr. Ich war nicht etwa 13, 14. Ich war 15, 16, 17. Und Abitur versetzt. Ich schlage das Heft auf. Da steht drin,
versetzt nach Unterprima. Die Oberprima war damals gestrichen. Unterprima, das ist aber durchgestrichen. Darunter steht nicht versetzt. Wie ist er noch? Förster, der Lehrer. Ich war völlig platt. Mir war das natürlich wie immer ganz egal. Im Gegenteil, ich kam in eine Klasse, die ich alle gut kannte. Die segelten, ich lebte ja nur auf dem Wasser mit Segeln. Und ja, und da war meine Mutter hinter meinem Rücken zum Rektor gegangen und hatte gesagt, lassen Sie ihn doch bitte sitzen. Er soll nächstes Jahr in Arbeitsdienst. Er kommt in Kommiss. Ich weiß nicht, ob sie da schon an den Krieg geglaubt hat. Er ist, Sie haben es doch gesehen, er ist so unreif. Und so wurde ich sitzen geblieben. Sagen Sie mal, warum haben Sie diesen Schneeball geworfen? Was? Weil Sie beschreiben sich als... Ich frage mich heute noch, warum ich das getan habe. Es tat mir auch leid eigentlich. Denn ich habe so viele Lehrer enttäuscht, die mich alle gerne leiden mochten. Also, war das ein Versuch des Rebellen? Nein, das war Dummheit. Dummheit, das ist typisch ihrer Generation. Sie wird dann immer Rebellen. Ihre Generation muss immer irgendwie Revolutionen machen. Grün, blau, rot oder was sie da alle wählt. Zwischendurch dann mal, hinterher ist dann immer alles anders. Also habe ich auch so gewisse Erfahrungen. Also nein, absolutes. Einfach Dummheit, Hose runter, auf den nackten Pol 20. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Mark Twain mit Recht gesagt hat, es gibt nur Todesstrafe und Prügelstrafe. Alles andere ist Blödsinn. Tatsache ist, dass ich dadurch in Arbeitsdienst ging, im September oder nach dem Polenfeldzug, da war September, wurden wir alle entlassen. Also der Arbeitsdienst ging nach Hause und ich wurde nicht gleich eingezogen. Also ich war Zivilist und habe da 2 Semester Medizin studiert. Und mit dem Medizinstudium war ich Sanitätsersatzabteilungsanwärter, oder so ein Wort. Das heißt, ich machte eine Offizierslaufbahn als Sanitätsoffizier. Und dazu gehörte, dass Fortsetzung des Studiums war, dass es keine Ärzte gab. Nein, die Kampflinie wurde von Ärzten nicht betreten. Es war ein Transportproblem. Die Sanis, also die Sanitätsmitarbeiter, sammelten die Verwundeten ein und die wurden in den 100 oder 200 Meter hinter der Front installierten Hauptverbandplatz gebracht und dort versorgt mit Ersatz, also Blut, wenn es das gab und so weiter. Blut, dann wurden die Knochen zusammengebracht und wurden von dort aus in die großen Lazarette verlegt. Und Sie waren an der vorderen Kampffront in diesen hinteren... Ich war mehrfach. Alle in allen Semesterferien war ich in Russland mit entweder im Kriegslazarett oder Feldlazarett. Das war Kriegslazarett, war das mit Lungenschüssen und so. Nicht? Also Kriegslazarett, Feldlazarett und Hauptverbandplatz. Wir wurden da eingesetzt und fuhren dann wieder nach Hause. Ich musste, in der Hitlerarmee gab es keine Kadetten mehr. Sie wissen, dass die alte Heer hatte Kadetten, wenn bereits 14, 15, 16-Jährige wurden bereits militärisch vorerzogen, bevor sie Offiziere wurden. Das wurde wegen Elitär und so weiter abgeschafft. Jeder,
der Offizier werden musste, 18 Monate Frontdienst tun. Auch wenn er Arzt geworden wäre danach, also Frontarzt? Ja. Musste er an die Waffe? Ich habe eine volle infanteristische Ausbildung bekommen, mit Deckung, mit Schnellschießen, mit Waffenkunde, mit und so weiter. Wie würden Sie diese Zeit beschreiben? Wir müssen nicht in die Einzelheiten gehen. Diese Epoche in Ihrem Leben, wie würden Sie die beschreiben? Meinen Sie jetzt die Epoche, dass ich überhaupt Soldatendienst machen musste? Genau. Also, oder dass ich im dicksten Feuer saß? Beides. Beides eigentlich. Also zunächst einmal, ich fand das sehr lustig. Ich war ein guter Turner, ich war körperlich sehr leistungsfähig, ich war wie ein Aal. Ich habe, also wenn Sie das was sagen, ich habe untrainiert auf 400 Meter 55 Sekunden gelaufen. Und 45 war damals ein Weltrekord, also ich war sehr leistungsfähig. Und deshalb hat mir eigentlich, habe ich das auch alles körperlich gut überstanden. Wir mussten Nachtmärsche machen, wir wurden als eine normale, wie man sich deckt. Man kann das lernen. Man kann lernen, dass man im hohen Gras ungesehen an den Feind ranrobbt. Dass man die Hacken runternimmt. Man darf die Hacken nicht hochstellen, weil die anderen drüber wegschießen und einem die Haken kaputt schießen, die sonst über das und so weiter. Das sind Techniken, die kann man lernen. Man kann lernen, wie man im Häuserkampf von Deckung zu Deckung springt. Das habe ich da alles gelernt. Ja, und über diesen Kampf selber habe ich mich auch nicht bisher immer geweigert, viel zu erzählen. Das war natürlich fürchterlich. Kann auch vielleicht eins, habe ich aber schon wieder. Fährt immer diese weißen Gesichter über den braunen und grünen Uniformen. So beeindruckt. Das war so das, was man so sah, wenn sie da alle lagen. Also, wenn man da in der Gruppe ist, dann will man leben. Und das kann ich ja ruhig sagen. Also zweimal bestimmt, wenn nicht mehr. Habe ich nur überlebt, weil ich fixer war. Ich war einfach schneller. Zack, bumm. Und es gibt eine rührende Geschichte bei Sveton. Da sitzt Scipio Africanus, blickt auf das zerstörte Karthago und auf die unglücklichen Einwohner, die noch am Leben sind, die jetzt alle als Sklaven verkauft werden. Und das habe ich doch tatsächlich an meinen Brief an meine Mutter geschrieben. Ich sitze hier über einem russischen Dorf. Die Einwohner laufen verzweifelt hin und her. Die Häuser brennen. Die Russen haben sich zurückgezogen. Und ich sitze auf einem kleinen Hügel oberhalb von dem Dorf. Und dann habe ich ihr geschrieben: Dieser Krieg ist ein Wahnsinn. Und bekanntlich weinte er dort. Er hat es erobert, er hat es zerstört, aber er weinte. Und so fühlte ich mich da auch. Ich muss dazu sagen, dass in meinem Zimmer steht ein Sofa. Die Sofa ist aus dem brennenden Haus rausgetragen. In Kiel, ich war in der Heimat, ich war in Kiel, wie das alles verbrannte. Und mein Vater war schon alt und meine Mutter und ich haben also auf diesem Sofa, was da hinten steht und was rausgetragen wurde, durch einen französischen Hilfswilligen, ich habe in der Nacht nur Französisch gesprochen, jedenfalls also hat der mir rausgetragen. Und ja, dann haben wir da gesessen, es brannte das Haus nieder.
Wobei ich als mit meinen damals einigen 24 Jahren, ich fand das sehr spannend, war natürlich auch sehr bedrückt, aber für meine Mutter ist wohl damals, was da alles verloren gegangen ist. Die Welt zusammengebrochen wahrscheinlich. Ja, nein, eben nicht. Das war meine Mutter nicht Sache meiner Mutter. Und da habe ich ihr geschrieben, zum Sekt, das ist, ich bitte nicht nur zu lachen gleich jetzt. Nein. Zum 26.08.45. Und am 26.08.44 ist das Haus abgebrannt. Da hat, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt, Rilke. Weißt du, dass du in der Nacht vom 26.08.44 dieses Wort zu mir gesagt hast? Aber es ist nicht wahr geworden, denn du hast ein neues geplant und dieses wird gebaut. Es ist wahr geworden, dass der Geist unseres Hauses triumphiert hat. Unser Haus, Ausrufezeichen. Begreifst du nun, warum es heißt, das Haus Habsburg, das Haus Hohenzollern? Auch dort war nicht der Bau gemeint, sondern der Geist, der dieses tote Gebäude belebte, der sich erhalten hat durch schwere Zeiten, ebenso wie sich unser Haus erhalten wird. Ja, wir sind adelig. Ausgerechnet ich, na gut. Ja, wir sind adelig, ebenso wie die Habsburger. Denn wir haben einen Geist, einen Hausgeist. Und wir werden ihn weitergeben an die kommenden Geschlechter. Und dass dieser Geist unseres Hauses Anschutz gut und kraftvoll ist, beweist uns, dass wir überdauert haben die Schrecknisse dieser Nacht. Wir schworen im Scheine des Brandes, niemals zurückzusehen. Das stimmt übrigens. Nur vorwärts, weiter. Jetzt kommt ein bisschen, wer liegen bleibt, bleibt liegen. Das muss ich mal irgendwo gehört haben. Aber am Ende steht dann unser neues, unserem Hause entsprechendes Bauwerk. Dein Sohn. Sehr schön. Übrigens, das Haus, was abgebrannt ist, ist das da. Die Verzweiflung, da brauchte man kein Nazi sein. Die Verzweiflung, dieses Ende, diese Blamage, diese Beschimpfung, bitte, die Beschimpfung des deutschen Namens, das hat unser einer, und auch wenn man nichts mit diesen Verbrechern da zu tun hatte, tief empfunden. Tief empfunden. Nicht, also das muss man sich auch immer wieder klar machen. Das war ein Wahnsinn. Und ich habe das auch vorsichtig ausgedrückt, ich bin ja nicht übersinnlich. Aber es ist, ich habe ja diesen Brief auch dann jetzt geschrieben. Naja, Sie werden es ja eines Tages lesen, wie meine Mutter da und meine Schwester, mein Schwager. Soll ich das jetzt alles erzählen? Wenn Sie wollen. Oder, ja. Und wenn Sie jetzt noch die Butter hier in die Mitte ziehen, ja, sicher. Dann haben wir hier alles. Was wir wollen. Ja. So, bitteschön. So, ach ja. Und wenn Sie das könnten, den Pott da draußen noch ist, leer essen, dann würden Sie mir einen Gefallen tun. Mach ich.
Es war eine große Freude, also alle, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, eine vom ersten Tag an eine tiefe, feste Verbindung. Ich war in Hamburg studiert, Hamburg war geschlossen, das Ganze war also 39/40 und ich musste nach Kiel. Ich hatte meine Schwester, die auch Kunstgeschichte studierte, kennengelernt und hat sich natürlich an meine Schwester gewandt, ob er sie ein Quartier besorgen könnte in Kiel, weil sie in Kiel weiter studieren wollte. Ja, halt, und meine Eltern lebten jetzt in diesem Riesenhaus, also was ja als Modell steht hinten, alleine, denn wir waren ja alle beim Kommiss. Die ältesten Geschwister waren schon mit eigenen Familien in Salzufern bzw. Berlin und Frankfurt. Also das Haus stand leer und da ist das Wohnungsamt verlangte, dass leerstehende Räume besetzt werden. Denn es waren ja viele Häuser kaputt und es wurden und auf diese Weise ist Marianne als Studentin in das Elternhaus, in das Haus meiner Eltern eingezogen, in dem Sinne. Und da ich in einer Studentenkompanie war, und war ich auch in Kiel, und da haben wir uns kennengelernt. Sie können, ich bin soweit. Also, der Brief ist geschrieben am 22.02.51. Mein lieber Titus, ich bin allein und habe eine Stunde Zeit für dich, bis Carolinchen wiederkommt. Die Sehnsucht nach dir wächst von Tag zu Tag, aber auch von Nacht zu Nacht. Aber es sind doch wohl nur noch 5 Wochen, bis wir wieder zusammen sind. Es ist also unmittelbar vor meiner Rückkehr nach Kiel. Durch das Kind bin ich ja auch den ganzen Tag, wenn auch mit Pausen, beschäftigt. Und so geht die Zeit eigentlich schnell herum. Aber wenn ich das Kind nähere, es sind im Ganzen pro Tag doch 2,5 bis 3 Stunden, habe ich viel Zeit, an dich und an uns zu denken. Und vielleicht ist das heute Abend mal eine ganz gute Gelegenheit, etwas davon loszuwerden. Die Tage nach der Geburt hatte ein solches Ausmaß und waren so herrlich und einmalig, aber eben doch nicht das, was wir sonst unter Zusammensein verstehen. Wenn du es auch scherzhaft gemeint hast mit dem Thema dieser Tage der Geburt, so stimmt es doch, dass wir kaum ein vernünftiges Gespräch geführt haben. Dass diese Aussprache seit fast 3 Monaten nun schon fehlt, merke ich doch sehr. Dann nützen auch Briefwechsel nichts. Außerdem kommt hinzu, dass ich ziemlich
normal, in Anführungsstrichen, geworden bin. Nicht mehr die Alte, die du kennst. Und du weißt gar nicht, was dir bevorsteht. Ich bin dick und rund, wie du mich noch nie gesehen hast, und habe an den unmöglichsten Stellen Fettpolster. Von mädchenhafter Grazilität ist nicht mehr viel zu sehen, eher von frauiger Üppigkeit. Und ich habe das dumpfe Gefühl, als wenn du vor dieser runden Person dein Herz für schlanke, schwarze Dürre entdeckst. Es soll mir aber gleich sein. Ich traue mir schon zu, dich nicht nur in das, Klammer auf, leider so loyale, Klammer zu, Bett der ehelichen Liebe zu bekommen, sondern auch dich darin zu halten. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie diesen Brief jetzt nach so vielen Jahren wieder lesen? Nochmal. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie diesen Brief nach so vielen Jahren wieder lesen? Ich weiß nicht, was er macht. Die Frau war großartig. Die war großartig. Ihre Frau Marianne ging die mit nach Berlin? Oder wo blieb sie mit ihr? Marianne hat noch während ich in Frankfurt war, hat sie ihr Kunstgeschichtsstudium aufgegeben und ist in die Schneiderlehre gegangen. Und nähte Kleider, das habe ich mich auch erkundigt, das ist interessant. Damals wurden nur Kleider genäht, die ganze, wie heißt das noch, also diese Massenherstellung von Kleidern. Heute kauft doch jeder rein, ob ihm das passt oder nicht passt, soll er bis an. Das gab es alles nicht. Alle Kleider wurden angepasst. Und sie hatte eben dann pro Kleid ihre 50, 100, 80, also so eine Größe, kriegte sie Geld dafür, und zwar D-Mark. Nee, sie verdiente ja Geld, so dass sie also praktisch wir beide auch für unsere Reisen zwischen Frankfurt und Kiel oder Hamburg dann eben auch bezahlen konnten. Ja. Während mein Bruder Andreas halt mit als ehemaliger Offizier nichts hatte, mein Schwager Olus Kolbe, Kapitänleutnant von Schnellbooten, Marine, nichts. Und war da also von Martin Breyer ganz zu schweigen und so weiter. Also das war schon toll. Hat meiner Mutter wahnsinnig imponiert. Und Marianne hat dann eben meine Mutter überzeugt. Meine Frau war in Kiel, blieb eigentlich auch in Kiel. Gut, sie war auch mal zwischendurch durch da. Wir haben uns besucht und so weiter. Ich habe ja auch da. Aber diese Briefe sprechen also. Also größte Liebe und auch Trauer, dass wir getrennt sind. Und also, ich kann das alles gar nicht schildern. Also das kommt hier auch nicht drauf an. Also jedenfalls, und das Ganze eben mit Einwilligung von meiner Mutter und von Marianne. Und und dann erschien ich eines Tages wieder in Kiel. Das war dann, wie ich bei Rhein war, dann angefangen habe wieder. Und da hat der Briefschreiber aufgehört. Diese Briefe, die da liegen, sind alle bis zu dem Punkt, wo ich von Frankfurt nach Kiel zurückkehre. Also meine Psycholeute sagen, es wäre purer Neid gewesen. Aber das traue ich ihr nicht zu. Vor allen Dingen deshalb in diesem bösen Brief, wo sie schreibt, dass ich da mein Leben verplempere, wenn ich jetzt gleich Familie gründe, schreibt sie drunter. Im Übrigen möchte ich dir mitteilen, dass wenn du das unbedingt willst,
dass ich dann, dass wir, also meine Eltern, voll zu dir stehen und auch Marianne akzeptiert wird. Ich gebe zu, dass es mir schwerfällt, aber du schädigst dich, nicht mich. Nein, ich auch nicht. Und ich muss das eben aushalten. Weil in der Situation war ich nicht nur Liebe, sondern ich hatte mich mit Handschlag verlobt. Ich hatte ein Wort gegeben. Ich gebe zu, dass dieses gegebene Wort sicher eine untergeordnete, aber auch eine Rolle spielte. Das gegebene Wort, also das ist für mich, aber ich habe dann auch bei mir da in meinen Text, da auch, den ich da jetzt verfasse, geschrieben, ich hätte das auch verkraftet, auch den Bruch mit meiner Mutter, aber ich hätte das mein Leben lang in irgendeiner Ecke meines Herzens getragen. Die Frau war großartig. Sie offiziell in dem einem sogenannten Brief, bösen Brief, hat sie die Sache dann nicht bereinigt, aber jedenfalls hat sie geschrieben, ich habe nichts gegen Marianne als Person. Dass du dich aber jetzt in deinen Jahren, wo du dich fortbilden musst, wenn du was werden willst, wo du dir zusätzlich Wissen verschaffen musst, wenn du dich jetzt bindest, womöglich Kinder in die Welt setzt, dann ist für dich die Entwicklung abgeschlossen. Ich habe dann mit Mariannes Einwilligung und dem Wunsch meiner Mutter, haben wir geheiratet und sind direkt von der Hochzeit, bin ich 3 Jahre nach Frankfurt in ein physiologisches Institut, reine experimentelle naturwissenschaftliche. Ich habe in der Zeit Englisch gelernt, ich habe derzeit, wenn ich das Ihnen zeigen würde, Sie würden staunen, ich habe noch nicht selbst gestaunt, Mathematik, Physik gearbeitet bis abends um 11 und habe dann die Technik erworben, komplizierte, das will ich jetzt nicht erklären, das führt einfach zu weit, komplizierte elektrische Geräte zu, nicht nur zu berechnen, sondern auch selbst zu bauen und damit bestimmte Experimente auszuführen. Meine Eltern, das führt auch jetzt wirklich zu weit, haben ja dann sich ein Haus bauen können aus bestimmten Gründen. Und das war nur für die nach 45 berufslosen Söhne und Töchter, die also nun alle plötzlich nichts mehr waren. Die waren auch Offiziere gewesen und so weiter. Und das hat, und Marianne hat dann durch ihre Schneiderei, also sie war Schneidergesellin, hat auch nach ihren Briefen den Meister dann allerdings ist dann hängen geblieben bezüglich also meines Eingriffs. Ja, und auf diese Weise bin ich dann direkt, aber wir haben uns getrennt. Und daher stammen diese Briefe. Mir ist gesagt worden, erzähle jetzt nicht von wem, ein Sohn hat plötzlich einen Psycho gemacht und macht Analyse. Und er hat mir neulich am Telefon so Geschichten erzählt, dass tatsächlich das Volk, dass er das, hatte das irgendeinem anderen erzählt, dass ich hätte im Grunde genommen in meiner Frau meine Mutter geheiratet. So, also in dem Sinne. Finden Sie das schlimm? Nein, im Gegenteil, ich bin dankbar. Denn die müssen bedenken, auch ich lebte in der Klinik. Und wenn du einen fragst, wenn sie einen fragen, ja, wenn man sagt, Hanni oder mein Alfred oder wie, alles meine Mutter. Und meine Frau hat die also auf hochgepurt, diese und so weiter. Also das war ja eine schwere Zeit. Damals will sie dann nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Hanni wochenlang gar nicht in die Schule gegangen ist. Der ist morgens weggegangen und kam abends wieder
Also ich weiß es nicht genau. Können Sie mal fragen, ob das stimmt. Diese Liebe, die ging ja wirklich, also wie lange waren Sie verheiratet? Fast eiserne hätten Sie geschafft, ne? Also wir wurden ja eiserne, ja. Eiserne ist 65, 64. Und wie würden Sie beschreiben, was das Erfolgsrezept war von dieser Beziehung? Warum das so lange gehalten hat? Wenn es sowas gibt. Ja, also ich war ja auch sehr selbstständig in meiner ganzen Berufsgeschichte. Mein Mann hat sich da auch überhaupt nie in der Klinik oder gesehen lassen. War nur mit ihrer Familie. Marianne selber aber war erlebt in dieser Familie, hatte aber durchaus auch eigene Entwicklung, Selbstständigkeit in jeder Hinsicht. Und sie ist, ich war erstaunt darüber, wie stark die Selbstständigkeit war, wie ich diese Briefe gelesen habe. Also ich habe da vieles nicht mitgekriegt. Auch deshalb war mein Kopf von oben bis unten voll mit Verwaltung und Patienten und so. Wir haben einfach, wie wir schon sagen, wir haben in zwei Welten gelebt. Und um noch... fahre ich heute noch manchmal vorbei. Wenn ich dann abends nach Hause komme, so meistens war das zwischen 6, 7, 8 abends. Und an einer bestimmten Stelle war immer rot. Da habe ich mich geärgert, weil ich dann wieder diese paar Minuten oder warten musste. Und wenn man dann wenn man dann mal so die Aufgaben eines Kliniks gibt, dann vernünftige Leute wussten, dass der Wort leitender Arzt, leidender, nicht T, sondern D. Und ich erinnere noch an eine schreckliche Situation, wo sie zwei Oberärzte in die Wolle kriegten und mir hing das so zum Hals raus da. Und wenn ich dann nach Hause kam, sie hat das immer gewusst, wann ich kam. Und dann habe ich mich derartig entspannt, wenn wir dann zusammen waren. Aber jeder mit seinem Mann und auch die Kinder da und alles, wir haben da wirklich also nebeneinander gelebt. Und ich war nicht mehr hinterher, es war alles besser. Ich wüsste nicht, dass auch nur einmal ein lautes Wort gefallen wäre. Aber gut, man verdrängt ja auch mal den. Aber eigentlich nicht. Nicht nur, sie war eben sehr selbstständig, wahnsinnig klug, fixer. Kennen Sie Memory? Ich hab sie nie schlagen können. Sagen wir um. Sie war immer fixer. Jetzt am Ende des Monats von einem Sohn abgeholt. Ach, da gehen Sie hin, ja. Das ist zwar in einem groß schrecklichen Haus, aber in einem unglaublichen Schick. Vom Gründen bis nach Italien und bis nach Schweiz und so. Und da ist ein Tagebuch drin, wer immer da ist. Das hat Marianne immer ausgefüllt. Also, und auch ich natürlich. Und da steht unter dem 18.
bis 23. November 1983. Da war ich noch in voller Fahrt. Also, das bin ich jetzt nicht mehr. 4 Tage druckreif wissenschaftlich formulieren. Ich bin abgespannt. 3 Stunden lang durch Berg und Tal, dort ich Ruhe fand. Beethoven 59.1 geübt, eins der großen Quartette. Zu schnell, zu schwer, zu angespannt. Für Janne ein Gedicht gemacht, mit liebender und leichter Hand. Und morgen kommt sie, da bin ich jetzt besonders stolz, und wird übermannt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wird einzig Wissen können, Lebensziel genannt. Vom Geist des Eros bin ich wie verbrannt. So, und jetzt, wenn du das heute Abend sagst, dann verwechselt jeder, sie wahrscheinlich auch, Eros und Sex. Nein. Ich hoffe nicht. Aus dem Grunde, nachdem ich mit mehreren von den Herren und Damen schon hatte, habe ich einen Zusatz gemacht. Der ist gerade jetzt gekommen, den schicke ich dir. Der ist gerade an euch alle unterwegs. Ach ja. In meinem Gedicht endet die 11. Zeile mit einem Fragezeichen, welches nur mit Nein beantwortet werden kann. Wird einzig Wissen können, Lebensziel genannt? Nein! Neben Wissenschaft, 1, kann auch Naturerlebnis, 3, Musik, 5, Dichtung, 7 und vieles andere mehr zum Erreichen eines hohen Lebensziels beitragen. Wenn, wie in der Liebe, 10, dieses mit Begeisterung, Begierde, Verlangen, Lust, mit Schaffenslust erreicht wird. Mit Eros, nämlich mit Eros. Das ist der Sinn des Eros. Dieses wird in der ausschließlichen Männergesellschaft des platonischen Symposiums durch eine Frau ausgesprochen, die Diotima. Also wenn Sie schon von mir, das ist mein Statement. Die anderen sind, was war das Schlimmste überhaupt? Mein Vater war immer so höflich. Wenn er sagt, das Schlimmste, was er sagt, das ist ein Langweiler. Ja, es gab eine Frau, das war Luthier. Sie lagen Besatzungssoldat in Holland. Und das eine Kaserne gab in der Nähe von Hilversum auf so einem Dorf. Mussten wir in Privatquartiere. Das heißt, die Wehrmacht oder irgendjemand mietete die Gästebetten. Das war so ein Kurort, wo man dann da kurte oder sowas. Auf die Weise kam ich in das Haus Barke, wo die Lutje, ein Mädchen von 2, 3 Jahren jünger als ich, und natürlich ich mit meiner NS-Erziehung und humanistisch-griechisch, die sprachen Englisch, Deutsch, Französisch durcheinander. Die waren Kaufleute, das war die große Welt. Ich habe zum ersten Mal internationales Leben damit mitgemacht. Und mit der war ich dann sehr eng befreundet. Die hat mich in Deutschland besucht, hat in der Familie geholfen bei uns. Und wir haben dann im Laufe des Krieges, ja, wie soll ich das jetzt bezeichnen, schwersten Herzens uns getrennt, weil sie ihr Leben riskierte. Ja, bitte was? Ich habe sie. Weil sie ihr Leben riskierte. Als Holländerin? Als Holländerin. Ja, verstehe, jetzt verstehe ich. Ja. Also das war, also es ging nicht anders. Und sehr gerührt hat mich, haben wir uns dann getrennt und bin ich nach Russland, also ich sollte doch ja recht vorsichtig sein. Na gut. Nein.
Nein. Also war schon immer klar, Mediziner. Nur von vornherein Medizin, Medizinstudium und auch, gebe ich zu, die Leute waren ja alle Professoren, diese ganzen Ahnen von mir. Die waren alles, und zwar Qualifizierte. Wäre es ein Problem gewesen, wenn Sie etwas anderes geworden wären? Nein, meiner Natur nach, ich hatte ja große Schwierigkeiten mit einem Chef dann, wo ich eigentlich mehr oder weniger rausgeschmissen wurde. Heute würde man Mobbing sagen, raus sollte und mit großem Glück die Universitätsgeschichte fortsetzen konnte. In Berlin mit einem ganz modernen Mediziner. Da steckte schon natürlich dahinter schon der Wunsch, auch zu dieser Gruppe zu gehören, die wissenschaftlich Medizin vertieft, Techniken vertieft, wobei ich sagen muss, dass ich nur als Beispiel die geisteswissenschaftliche Seite der Medizin sehr stark bearbeitet habe. Ich hatte das große Glück, nachdem ich hier den Posten als Direktor der Klinik verließ, über 10 Jahre lang die Akademie für ärztliche Fortbildung an der Landesärztekammer Hessen leiten zu können. Ich konnte also in meinem Beruf und meinem allgemein internistischen, noch nicht spezialisierten Fach. Zu meiner Zeit gab es noch keinen Kardiologen und keinen Nephrologen. Das war alles innere Medizin. Und auf diese Weise habe ich also wirklich noch 10 Jahre interessante Jahre gehabt, die auch deshalb so interessant waren, weil ich, da kam dann die Wende und die Ärzte kamen in der DDR und auch in der Tschechoslowakei vor allen Dingen, übernahmen die Organisation der Hessischen Akademie. Die einzelnen Kammern haben eigene, so wie unsere Länder, nicht? Jeder hat seinen Ministerpräsidenten und so weiter und dann das Ganze. Auf diese Weise bin ich also enorm rumgekommen. Ich war also sehr oft im Park, ich war sehr oft da und da war vieles sehr gut. Die hatten, und das führt jetzt zu weit. Schleswig-Holstein wurde ja nicht erobert, sondern man strömte dort oben hin. Ich lag in einem Lager, ich habe das ja schon erzählt, wo ich also niedergelegt habe, dass ich Berlin frei kämpfen wollte. Idiotisch. Und wir kriegten aber dann einen Marschbefehl, diese Kompanie, 30, 40 Mann, nach Schleswig, an der oben, Dänemark, Richtung Dänemark. Und eigentlich ohne direkt zu wissen, zu wem wir sollten. Mit einem Freund von mir gingen wir mit Fahrrädern, fuhren wieder oben rauf und standen dann plötzlich vor einem Haus einer ehemaligen Irrenanstalt in Schleswig. Da waren diese großen Häuser, wo die Demente und die ganze psychiatrische Endphase und früher untergebracht werden. Dieses Haus stand leer, weil die Nazis unter Rückresorption oder Rückdatierung auf den 1. September 1939 die Tötung unwerten Lebens betrieben haben. In diesem Haus war untergebracht die Medizinische Universitätsklinik Kiel, weil die Klinik selber verbombt war. Vor dem Haus standen wir und da wir nicht recht wussten, was wir machen, sind wir reingegangen. Da war der Professor Rheinwein, ein sehr
allgemeiner Internist, den wir auch als Universitätslehrer gehört hatten. Der war da und ob wir mithelfen konnten, ich hoffe, er freut sich, wenn wir kommen. Und dann sind wir da einfach hingegangen, wurden dann einem Lazarett 4 zugeteilt, in dem die gesamte Hirnforschung aus Berlin saß, also die waren dahin verlagert. Jedenfalls arbeitete ich von Stund an als Student im 8. Semester in dieser medizinischen Klinik. Und der Rheinwein versorgte dort seine 150 Leute, indem er mir etwas beigebracht hat, was ich nie vergessen habe, auch Grundlage meiner Dienst, wie man mit Patienten nicht umgeht mit Seele, sondern wie man es macht, dass man rauskriegt, besteht bald für den Patienten ein Nachteil, eine Verschlechterung, eine Verbesserung. Wie geht es Ihnen? Was haben Sie? Haben Sie keine Luft? Und wir mussten als Studenten nur mit dem Patienten reden, wie es ihm geht, hatten wir bestimmte Fragen, Wasser lassen, Stuhlgang, Schlafen und so weiter. Und wenn irgendetwas unklar war, dann sagen Sie mir Bescheid. Und dann kam er und guckte sich den an. Und wenn der einen Pleuraerguss hatte, wurde er punktiert und Aszites wurde Aszites und machte dann dort die qualifizierte internistische Behandlung. Und diese, möchte man sagen, ganz primitive Gesprächstechnik ist das, was heute noch dauernd Schwierigkeiten macht, aber doch in deutlich abnehmendem Maße, dass man sich darum kümmert, wie es dem Patienten geht, geht es ihm besser, geht ihm schlechter und so weiter. Das habe ich dort gelernt. Es war eine wilde Zeit, weil also ungeheuer Typhuskranke, Diphtherie mit dem schrecklichen Herztod und so weiter, ach, das will ich jetzt nicht einzuleiten. Diphtherie, Scharlach, eine Kollegin kriegt den toxischen Scharlach, war innerhalb von 3 Tagen tot. Und also diese ganzen Infektionskrankheiten, die durch Hunger, Lager, durch die äußeren Bedingungen, Senkung der Immunität, also alle diese ganzen Sachen entstanden sind. Dann kam also es kommt noch eine sehr schöne Geschichte, die ich wahrscheinlich oft auch niedergelegt habe, aber die will ich ruhig ja auch anbringen. Dann haben wir also erst die Bibliothek verändert, dann wurden die Möbel getragen, dann kriegten wir eine Verantwortung für eine bestimmte Gruppe von Patienten. Und dann passierte Folgendes. Die Engländer waren noch nicht da, sondern die wurden noch erwartet. Und der Flugplatz, oder es hieß ja damals Fliegerhorst, der Fliegerhorst hatte erstaunliche Mengen von Hennessy-Cognac. Das war so eine französische, englische, weiß ich nicht. Und die hatten das. Und die haben, bevor die Engländer kamen, wurden die Bestände in der Bevölkerung verteilt. Die verschenkten sie, auch die Kliniken kriegte. Ich hatte an dem Morgen nichts zu essen, kein Frühstück und hatte, wenn man tüchtig Wasser trinkt, dann geht das auch für ein paar Minuten weg. Jedenfalls, ich war hungrig und ich war in der Klinik und so weiter. Und da kriegte ich eine Flasche Hennessy. So morgens gegen 9:30, 10. Naja, also jedenfalls auf nüchternen Magen. Und dann wurde furchtbar gelacht und wir waren albern mit den technischen Assistentinnen da, nicht da, so großes Gelächter und so. Und dann sagte die Leiterin, jetzt müsst ihr alle weg, gleich kommt der Chef. Ich kehrte um und stand plötzlich dem Chef gegenüber. Und was für mich auch immer tödlich war, also im Sinne des Betroffenen, Alkohol im Dienst war für mich unerträglich. Und das wusste ich von ihm auch. Ich wusste aber, dass ich so eine Fahne hatte.
Dann haben wir uns unterhalten an einem Labortisch. Weißt du, da sind, sie sitzen die Studenten alle nebeneinander mit Mikroskopen, sodass der Abstand, der normal im Gespräch 1,5-2 Meter ist, so wie wir hier, nicht? Waren wir weit entfernt. Und da hat er mir die Frage gestellt, haben Sie Lust, Internist zu werden? Kurze Rede, kurzer Sinn, er hat mir eine Stelle angeboten. Auch meinem Freund. Wir hatten uns da offenbar bewährt, hat er angeboten, aber vorher musste ich eine theoretische, experimentelle Ausbildung machen. Also ist nicht damit getan, armen alten Leuten die Hand zu geben, sondern zu untersuchen, warum ist das so und warum ist das so. Und ich war sehr verwirrt und bin jedenfalls dadurch, bin ich an ein Institut gekommen in Frankfurt am Main, welches mit Hilfe von Pulswellen und so weiter Herzvolumina bestimmen konnte, Herzleistung und so weiter, also bestimmte Daten erheben konnte, die für die Klinik gut waren. Dann waren Sie wieder in Kiel, nachdem Sie in Frankfurt diese Grundausbildung gemacht haben, zu, wie nennt man das, physikalisch-technische Ausbildung wahrscheinlich, oder? Ja, physikalisch-technische Ausbildung, ja. Kann man so sagen. Genau. Und dann gingen Sie nach Kiel zum Herrn Rheinwein zurück und dann ging es ja weiter. Und ja, und jetzt war er mal Stationsarzt, genau. Machte Visiten, er ging rum, ausgesprochen klug, wahnsinnig streng, anspruchsvoll, er machte Vernichtungsvisiten, alles falsch und so weiter. Und ich weiß nicht, was ich ihm getan hatte, aber er mochte mich plötzlich nicht mehr, hat mich habilitiert. Ich war dann als Habilitant, habe auch eine gute Arbeit geschrieben über dieses Thema übrigens. Ja. Also auch unbestritten in der Fakultät durchgegangen. Also eigentlich alles. Und ich musste weg. Ich musste weg, da das wusste ich. Er hat sich dann mir vor die Nase einen anderen Oberarzt, ein älterer Mann, der Schmisse hatte und in der SED war. Also ich war sehr traurig und fuhr zu meinem Freund nach Freiburg. Ich habe das auch mehrfach beschrieben, aber ich erzähle es hier nochmal wieder. Und da war ein Kongress über Durchblutungsstörungen, Raucherbeine und sowas, diese ganze Geschichte. Und saß in der letzten Reihe und war verbittert, weil ich wäre auch gerne als Internist in Kiel geblieben. Ich bin da relativ anpassungsfähig auch. Stattdessen schlief ich in der letzten Reihe und plötzlich Herr Hasse, ein Kollege aus Frankfurt. Herr Anschütz ist der Einzige, der Stromvolumina messen kann. Mit dem Strom, nicht Drucke, aus Kiel. Und wenn er da wäre, soll er doch bitte kurz die Methode erklären, damit wir das hier diskutieren. Also ich war da und alle haben geklopft und ich wurde befeiert und so weiter. Aber naja, es war sehr gut. Und dann fuhr ich zu einem Oberarzt, zu diesem jungen Mann, Herrn Schettler, amerikanisch, fließend Englisch, dauernd in der Welt rumgefahren und richtiger moderner Medizin, Management und so weiter. Der hatte einen Ruf an die Freie Universität nach Berlin als Krankenhausdirektor vom Cannstatter Krankenhaus, da war ich da oben. Und ist da oben rauf und der suchte einen habilitierten Oberarzt, der mit ihm dahin gehen würde und ihn also in seiner Situation unterstützen würde. Und da nahm er mich mit, weil er wusste, dass wir bei Rheinwein eine solide handwerkliche, medizinische Ausbildung hatten. Das klappte dann.
Denn Herr Schettler hatte zu diesem Kongress, wo ich gefeiert wurde, einen seiner Assistenten abgesandt, um zu fragen, was es Neues gibt. Das ist ja die Pflicht eines Chefarztes, sich umzuschauen, was gibt es an Neuigkeiten, was lohnt sich das für mich, ist das wichtig, dass ich das einführe, was und so weiter. Mhm. Und so landete ich dann also, wie gesagt, bei dem Schettler oben, und ich bin dann mit Schettler nach Heidelberg und nur kurz in Heidelberg gewesen und kriegte dann das Krankenhaus hier in Darmstadt. Kurz und gut, jedenfalls, ich war dann also da, und dann war Rheinwein plötzlich ganz freundlich mit mir. Weil Sie Darmstadt bekommen hatten, oder? Nein, weil ich Ordinariat kriegen sollte. Er hatte ja keiner. Also das muss ich schon noch mal sagen. Also Sie hätten Göttingen bekommen und dann wurde er freundlich zu Ihnen, oder was? Nein, ich habe es ja nicht gekriegt. Ja, ja. Aber als ich es kriegen sollte, hat er sich mit hinein sehr stark mit reinbegeben, um mich zu loben. Aha. Weil er sich was davon versprach, oder? Ja, ja, nun, es war ja so. Ich glaube, endgültig beleidigt habe ich ihn durch Folgendes, weil er hat mich ja beleidigt. Er mochte mich nicht mehr, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich Geige spiele, weil er das absolut kein Verständnis hatte für den Blödsinn. Und dass er nach einer sogenannten Vernichtungsvisite, das heißt, man wird von Bett zu Bett geführt und alles ist falsch. Das hier und das Röntgen passt nicht und so weiter. Und dann kehrten wir, alles natürlich ganz leise, Klostersituation, Abt und kleiner Priester, nicht etwa Kaserne, mit nie ein lautes Wort, alles leise und man möchte fast sagen, gemeinhart. Perfide. Ja. Und da hat er dann zu mir gesagt, ich wollte Ihnen nur mal sagen, Ihr Vater hat an Ihrer Klinik, an seiner Klinik damals überhaupt nichts zu sagen gehabt. Das haben alles die Oberärzte gemacht. Und da habe ich geantwortet, Herr Professor, ich möchte Ihnen sagen, dass mein Vater 7 Lehrstühle besetzt hat mit seinen Schülern. Denn mein Vater war einer der ersten, die Knochennägel einsetzten. Ende der 30er Jahre wurden zum ersten Mal nicht nur Gipse bei gebrochenen Knochen, sondern Nägel reingetan. Das, was heute ganz gang und gäbe ist, dass wenn eine Wirbelmetastase da ist, dass die da einfach Eisen reinsetzen. Das hat damals begonnen. Und mit diesen Orthopäden und diesen Chirurgen hat er tatsächlich 7 Lehrstühle und er hatte keinen. Weil er alle vorher getötet hat. Naja, das hat er mir, glaube ich, tödlich übel genommen. Jedenfalls von dann an war die Sache erledigt. Ein Sohn von ihm war Famulus von Rheinwein. Und machte eine solche Visite mit mir, eine Vernichtungsvisite. Und als wir dann etwas bedeckt ins Stationszimmer gingen, um das Ergebnis der Visite zu besprechen, sagte er zu mir, Sie haben ihn ja nur in der Klinik. Naja, ich konnte schon. Ja. Ich weiß nicht, ob es auch das führt, glaube ich, zu weit. Diese Familie Kross ist der Gründer der heutigen Musik-Geigenschule
Bauschule in Mittenwald. Da ist ein Zentrum. Also durch die Familie meiner Mutter ist die sogenannte Laienmusik in den Familien. Ich habe ein kleines Essay geschrieben, das habe ich Laienmusik genannt, dabei müsste ich eigentlich Dilettantenmusik schreiben. Denn Diletti heißt ja, brauche ich ja nicht sagen, Freude haben. Der große Unterschied zwischen berufsmäßiger Perfektion und dem gemütlichen Zusammensein mit Freunden oder sogar der geliebten Ehefrau, mit Freude über den Fehler hinwegzugehen, den Schwung zu haben, sind Welten. Freude haben nur wir. Das Wort nur ist übertrieben. Aber die Berufsmusik ist durch ihren Anspruch auf Perfektion, lebt in einer anderen Welt. Wir leben in unseren Häusern, wir spielen mit Freunden. Bei uns kommt es nicht darauf an, wir hören die Musik sicher, unzulänglich. Das sind Welten. Sehr schön. Das ist ja auch was Besonderes, diese Geige, ne? Ja, das ist eine Klotzgeige von 1720. Sie ist jetzt auf Kosten meiner Kinder mir zugefallen. Ich habe mich allerdings dann auch daran beteiligt, weil es vierstellige Summen sind, total überholt worden und hat ein ausgeprägt, erstmal ist sie relativ laut, zweitens hat sie eine gute Obertonreihe, das kann ich jetzt nicht so genau erklären. Also das Strahlende der Geige sind die Obertöne und sie hat keinen Frosch, das heißt, Geigen haben oftmals eine Stelle, die nicht klingt. Sie hat keine solche Stelle. Und außerdem ist das Wichtigste, ich liebe sie. Aber Sie haben ihr keinen Namen gegeben, oder? Nein, ich bin unmittelbar vom Aufhören. Und zwar, weil ich ermüde. Ich hätte technisch ohne weiteres das gesamte 131 spielen können. Den Beethoven, ne? Aber das ist einfach unmöglich für mich. Ich kann das kräftemäßig. Überhaupt ist interessant, dass das Altwerden bei mir eigentlich ohne wesentliche Beschwerden, aber eine zunehmende, ja wie soll man sagen, bedrückende Müdigkeit. Und nicht nur körperlich. Nein, ich hatte auch geplant, ob ich nicht einfach übe, indem ich bestimmte Stellen dreimal spiele. Es bleibt, ich habe es ausprobiert. Aber das ist der dritte Satz von dem Mozart. Lassen Sie sich dabei bewenden. Ja, klar. Der Krieg war zu Ende und wir erfuhren, dass wir alle abtransportiert werden sollten, die Studenten, um in den großen Gefangenenlagern im Westen vor allen Dingen eingesetzt zu werden als Hilfsärzte. Und ein Freund von mir und ich haben das umgangen,
indem wir uns mit Hilfe eines sehr komplizierten Einbruchs im wahrsten Sinne des Wortes in der Schreibstube Soldatenausweise besorgten, die wir uns gegenseitig ausfüllten, nur mit dem Beruf Laborant statt Arzt. Und damit gingen wir in eine Entlassungsstelle der Engländer in Schleswig. Und als dieser Befehl dann tatsächlich kam, hatten wir beide neue Ausweise besorgt, mit denen wir offiziell entlassen wurden aus der Wehrmacht. Und ich bin dann, das ist eigentlich gar nicht notwendig, dass ich das alles erzähle, aber jedenfalls, ich bin dann direkt in die amerikanische Zone zu einer älteren Schwester von mir, die dort auf dem Lande lebte. Und dort haben wir dann, meine Schwester und ich, haben wir auf einem kleinen Dorf angefangen, im Sinne unserer Familientradition Puppen zu spielen, weil sie in ihrem Dorf einen sogenannten Herrgottsschnitzer hatten. Das waren Leute, die stellten heilige, so kleine Puppen her. Und der wurde veranlasst, Handpuppen zu machen. Und mit denen bin ich mit meiner Schwester lange Zeit, über Monate, nicht Jahre, aber sicher über viele Monate über Land gezogen und habe dort in den Schulen gespielt. Und ich war damals in der Lage, mit meiner Handpuppe die Schüler, einer hat auf mich einen Mordversuch unternommen, weil ich den bösen Räuber spielte. Also ich hatte also richtig, hatte das drauf, diese Puppen zum Leben zu bringen. Warum ist der Ihre Lieblingsfigur, der Kaspar? Das ist nicht meine Lieblingsfigur, das ist das Zentrum des ganzen Puppenspiels. Der Kaspar mit seiner Schlauheit und seiner Kucker und Schlagfertigkeit, aber in der Gestalt nicht des bösartigen Punch von Punch and Judy, sondern den habe ich da. Das ist die Englischen. Hat mir meine Engländerin natürlich geschenkt dann für diese Sammlung. Sondern im Sinne von dem Portugiesischen Grafen habe ich erzählt, er war österreichischer Offizier und er war völlig eingedeutscht oben und wurde Zeremonienmeister am Hof des Königs. Und diese ganze Gruppe von den uns auch viel gespielten Stücken geschrieben. Ne? Was ich jetzt vortrage, da hatte ich einen wahnsinnig anstrengenden, mit schwerster, kontroverser Diskussion in Nürnberg hinter mir und saß also in irgendeinem Schnellzug Rückfahrt nach Darmstadt, nicht mit Auto, mit Zug. Und da habe ich kleine Stücke geschrieben. Unter anderem folgendes. Also zunächst einmal können die sich also bewegen. Und hier ist Erika. Und das ist Dorothee. Das ist der lange Alfred, der morgen Abend kommt. Und das ist Hanni, der Dauerkasper. Und das ist, der hat irgendwie keine Fäden. Doch. Das ist Dönsli, also Dorothee, Logopädin, und sie ist die Geigerin. So, und das bin ich natürlich hier. Das ist Ihre Frau. Und das ist meine Frau. Nee, andersrum.
Herr Anschütz. Da war es andersrum. Das sind Sie, das ist Ihre Frau. Jawohl. So, und da habe ich unter anderem, habe ich da ein kleines, außerdem können Sie alle, und das ist jetzt sehr wichtig, je nachdem wer redet, können Sie alle gucken. Entweder so, wenn ich was sage, oder so, wenn Marianne was sagt. So, und jetzt kommt, also ziehen alle wieder gerade aus. Und dann, das ist mir auf der Rückfahrt eingefallen, unter anderem, Fadi, sag mal, seit wann gibt es denn eigentlich die Pille? Das ist ja lange, sagt. Dumme Kuh, räche doch aus, wie alt du bist. So. Da habe ich noch mehr solche Sachen. Was würden Sie jetzt einem Urenkel, der sich dann Ihre DVD in 10 Jahren anschaut, was würden Sie Ihrem Urenkel gerne auf den Weg geben? Wenn Ihnen das geschieht, was ich ja nun mehrfach, ich glaube, ich habe 6 oder 7 solche Goldmedaillen bekommen im Laufe der Zeit. Wenn er dann eine Rede kriegt und er wäre so fabelhaft, er hätte das Kräutlein wieder den Kot entdeckt. Er hätte, und was weiß ich, was da alles geredet wird. Und das ist ja alles sehr schön. Soll er sich klar machen in seinem Leben, wie oft ihm etwas zugefallen ist, wo er nicht beteiligt war, wo er Glück gehabt hat, Schwein gehabt hat, wie wir das nennen. Das soll er sich überlegen und nicht sich einbilden, er sei der Herrscher aller Rossen und er sei intelligent. Nur weil er das Glück gehabt hatte, so viel mal am Autounfall nicht beteiligt zu sein. Die Wirkung des Christentums auf unsere Kultur ist so umwerfend. Wer was dagegen sagt, ist dumm. Dumm oder ungebildet, nicht? Man kann dann also daran glauben, ob ich nun wirklich nach dem Tode im Nachthemd da immer singe, da irgendwo. Das glaube ich ist wohl, da wird niemand dran glauben. Und wenn man also sagt, die theoretischen, es interessiert mich, muss ich sagen. Da war jetzt ein großer Kongress wieder mit der berühmten Unsterblichkeit. Das sind aber dann die Gedankengänge, die sind für mich nicht nachvollziehbar. Gut.